Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Project Newcastle. Wir gehen in die nächste und siebte Runde mit dem Newcastle Karrieremodus und heute geht es gegen zwei absolut Top-Teams in der Football Championship und zwar gegen den 22. und 24. gegen Brentford und Barnsley. Also zwei Spiele, die wir nach dem Unentschieden gegen Rotherham letzte Episode auf jeden Fall gewinnen sollten. Wenn ihr das nicht gesehen habt, checkt auf jeden Fall die Playlist ab, beziehungsweise das Video allgemein und gebt euch das nochmal, denn davor gab es auch schon sehr, sehr interessantes Spiel. Heute aber wie gesagt gegen diese beiden kleineren Teams, wo wir definitiv weitermachen oder weiter pushen müssen, wenn wir an Derby County dranbleiben müssen. Momentan sind die 5 Punkte vor und sehen wir auch in der Tabelle relativ eindeutig. Allerdings haben wir ja noch 35 Spiele. In der Championship gibt es ja 46 insgesamt, weil wir 24 Teams haben. Das heißt, es ist noch eine Menge Zeit und eine Menge Platz da. Aber wir können natürlich auch nach unten fallen und das wollen wir verhindern. Deswegen nehmen wir uns lieber der Aufgabe an, an Derby dran zu bleiben. Wenn das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich drüber freuen. Schaut mal, 700 Likes auf diese Episode mal wieder. Wäre richtig geil. Gestern kam diese Folge nicht. Normalerweise wäre es gestern gewesen. Wir haben einen neuen Upload-Plan. Müsst ihr euch dran gewöhnen. Aber ich habe es zeitlich nicht geschafft. Dementsprechend kommt dieser Karrieremodus hier heute. Der kommt jetzt auch öfter die Woche. Ihr habt es euch gewünscht und das wird es auch der Fall sein. Ich denke mal, dafür kann man auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Videobeschreibung sind Links zu IG Vault. 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Router mit dem Code MAXGAMINGTV. Dazu mein Merchandise, meine Social Media Links, Instagram, Twitter, Facebook. Checkt die auf jeden Fall aus. Ich würde mich darüber freuen. Und viel weitere Infos gibt es eigentlich gar nicht. Wir spielen gegen Brentford und dementsprechend kommen wir auch direkt zu den Informationen über diesen sympathischen kleinen Verein aus. Überraschung, Überraschung, London. Deswegen werde ich euch nicht sagen, wo London liegt. Das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile selber. Aber hier haben wir die Infos. Und zwar, Brentford ist, wie gesagt, ein relativ kleiner Verein, die in der letzten Saison aber immerhin auf Tabellenplatz, ich glaube 14 waren, und mittlerweile auf Tabellenplatz Nummer 9 rangieren. Das ist definitiv in Ordnung. Sind also auch noch im Playoff-Reihe. Ne, sind sie gar nicht mehr, weil die Saison ist ja fast vorbei. Newcastle ist aufgestiegen. Hey, ganz kurz mal hier, ganz kurz über Facecam zurück. Newcastle ist aufgestiegen. Nächste Saison, NUFC in der Premier League. Richtig geil. Durch den Sieg, ich weiß gar nicht gegen wen. Ipswich, Leeds, irgendwas. Richtig gut. Freut mich mega. NUFC. So, wir kommen zu den weiteren Fakten. Und zwar, Brentford hat zwei Spieler geholt, die ein bisschen mehr Geld gekostet haben. Und zwar Rico Henry von Walsall, der ist 19 Jahre alt, 1,8 Millionen kostet. Und Serhii Kanos von Norwich City, hat 2,9 Millionen gekostet, auch 19 Jahre alt. Also man baut auf die Jugend auf jeden Fall. Finde ich relativ cool. Sie spielen im Griffin Park. Der Griffin Park ist relativ klein, aber wie gesagt, sehr charmant. Hat nur ungefähr 12.700 Plätze. Ihr seht die genaue Zahl auf dem Bildschirm. Aber ist halt auch in London und in London in der City ist es teilweise ein bisschen schwierig, große Plätze zu finden. Bei Brentford ist so ein bisschen die Sache, die sind relativ klein. Deswegen hatten die keine wirklichen Erfolge. Der einzige Erfolg, den man so wirklich nennen kann, ist der Aufstieg. Ja? Und der in die zweite Liga, 13-14 die Saison. Ist ein bisschen traurig, aber das ist halt nun mal so. Muss man mit leben. Es gibt auch Vereine ohne Erfolge, dafür heißen sie The Bees. Das sind die Bienen. Sind auf dem Logo drauf. Finde ich ganz niedlich eigentlich. Der Fun Fact, ihr seht ihn bereits, es ist Rod Stewart. Denn Rod Stewart ist ein relativ bekannter Musiker, sollte man normalerweise kennen, wenn man denn irgendwie ein bisschen Musik interessiert ist. Der hat tatsächlich mal beim FC Brentford gespielt. Ganz, ganz lange schon her, vor seiner Musikerkarriere. Aber ist ganz cool zu wissen eigentlich. Und ansonsten, ja, wir haben noch einen deutschen Stürmer da, Philipp Hofmann. Das heißt, auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Aber allgemein haben die keinen schlechten Kader, stehen auch nicht so schlecht da in der Liga. Dementsprechend gefasst machen auf ein ganz, ganz interessantes Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns danach wieder. Der zweite aus Newcastle gegen den zweiten aus Brentford. Ein Spiel im Motto der zwei und vor allem zwei Teams auf dem Platz, die beide Punkte brauchen, um sich aus ihrer aktuellen Lage zu befreien, beziehungsweise um diese zu verbessern. Brentford natürlich, um aus dem akuten Abstiegskampf herauszuklettern und Newcastle, um weiterhin dran zu bleiben. Am Tabellenführer Derby County momentan 5 Punkte vor den Magpies und das soll natürlich heute im Idealfall geändert werden. Im St. James' Park mit klassischen Trikots, das sieht man normalerweise bei den Magpies ganz, ganz selten, heute mal wieder aus dem Regal gekramt und das soll natürlich helfen gegen Brentford, die aber zuletzt ein bisschen Formsteigerung hatten. Erste Gelegenheit aber schon nach 3 Minuten für Colback. Allerdings verzieht der Kapitän der Magpies jedoch recht deutlich. Dann die andere Seite. Freistoß für Brentford. Lascelles macht den nochmal scharf und Hogan mit dem Abschluss. Haut den allerdings über den Kasten hinweg. Das war die dicke, dicke Gelegenheit für den 22. hier in Führung zu gehen. Was Lascelles da macht, weiß er wohl selber nicht. Allerdings die Chance dann doch recht kläglich vergeben. Trotzdem war Brentford das agilere Team in der Anfangsphase, hatte die besseren Chancen. McCormack mit der Gelegenheit und Celts mit der guten Parade gegen seinen Gegner. Und feuerte sein Team an. Werdet mal ein bisschen wach. Und die wurden wach. Diame auf Richie. Und wenn man einem Spieler keinen Platz am 16er lassen darf, dann ist das Dwight Gale. Bekommt den Ball, zieht ab und macht das 1:0. 24 Minuten durch. Und Newcastle führt. Verdient zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht. Allerdings doch irgendwie
ja, war das Ganze klar. Gay bekommt den Ball, wird nicht attackiert und der Schuss sitzt und es steht 1:0. MGT zufrieden mit der Leistung seines Teams bis dato, allerdings will natürlich Brentford das nicht auf sich sitzen lassen. Schöner Ball von Jota in die Spitze. Hoffmann setzt sich gegen Lascell durch, der sich klar verschätzt. Hoffmann direkt mit dem ersten Kontakt, das erste Tor für Brentford. 1:1, also plötzlich 45. Minute und was Lascell da macht, bereits beim Freischuss nicht gut ausgesehen. Hier unterschätzt er diesen Flankenball komplett und Hoffmann macht das klasse, keine Chance für Sells. Die kurze Ecke ist nicht seine. Zweite Halbzeit Newcastle geschockt, das deutlich bessere Team, vor allem spielerisch im zweiten Durchgang, allerdings mit wenigen Gelegenheiten nur. Diesmal hier eine größere vom Marokkaner Lazar, allerdings gut gehalten von Bentley und der sollte auch in der nächsten Szene im Mittelpunkt stehen, denn er kommt hier nicht raus zum ersten Mal. Es gibt einen weiteren Eckball und beim zweiten Mal wird er auch nicht rauskommen und das kann natürlich zu Problemen führen. Am 5-Meter-Raum, Perez! 2:1 Newcastle. So schnell kann es dann plötzlich gehen. Ayoze Perez, der beste Torschütze von Newcastle, macht hier seinen 8. Saisontreffer. Und das ganz, ganz einfach in der Situation. Das Kopfball in der Mitte gewonnen und dann kommt der Ball am 5er zu ihm runter und hätte da der Keeper gestanden, der dann erst rauskommt, hätte das wohl hier nicht das 2:1 für Newcastle gegeben. Aber Brentford gab sich wieder nicht auf, hatte Platz und machte den Ausgleichstreffer. Lasse Wiebe nur ein paar Sekunden nach dem erneuten Führungstreffer für Newcastle. Der erneute Ausgleich für den 22. Die zeigten Moral. Die zeigten, wir wollen kämpfen, wir wollen nicht absteigen. Und in der Situation lässt Newcastle McCormack viel zu viel Platz. Und dementsprechend auch Wiebe, der von Lascell nicht richtig bewacht wird, der gar nicht seinen Tag erwischt hatte mit dem 2:2. Newcastle jetzt natürlich unter Druck, wollte die drei Punkte, braucht die drei Punkte, um dran zu bleiben. Und bekommt einen Freischuss zugesprochen an der Strafraumkante. Und Henry, der hat wohl geahnt, was kommt. Gay mit dem Freischuss, der kann das richtig gut. Aber Bentley mit einer klasse Parade gegen den Engländer. Was für ein schöner Freistoß und was für eine schöne Parade. Beide eine 1, allerdings die 1 mit Sternchen für den Keeper von Brentford, denn es stand ja weiterhin 2:2 und wir gehen in die absolute Schlussphase. Diame mit der Schusschance und Gay rutscht doch rein, kriegt den Ball nicht über die Linie, aber jetzt wackelte Brentford und das sollte Newcastle nutzen. Die letzte Aktion der Partie, die absolute Nachspielzeit. Diame mit dem Ball auf Gay, der ist komplett frei vor Bentley, 3:2, was für ein Spiel im St. James's Park. Gay, der Mann, der in der ersten Halbzeit das 1:0 erzielt hat, erzielt in der Nachspielzeit in den letzten Sekunden des Spiels tatsächlich den Siegtreffer für Newcastle, der in Ordnung geht über die gesamte Spieldauer, aber natürlich so bitter ist für Brentford, die das ganze Spiel gut dagegen gehalten haben und jetzt doch wieder ohne einen Punkt nach Hause fahren müssen. Er wäre so wichtig gewesen im Abstiegskampf, aber Dwight Gayle, er denkt sich, im Aufstiegskampf kann der auch ganz wichtig sein und dementsprechend der Sieg für Newcastle. MGT zufrieden mit der Leistung seines Teams? Wohl eher nicht. Zwei Gegentore kassieren sie sonst ganz, ganz selten. Die Defensive heute nicht stabil. Die Dreierkette wurde gut ausgespielt von Brentford. Man kann nur hoffen für Newcastle, dass die nächsten Gegner sich da nichts abgucken. Was war das für ein Herzschlagfinale und was war das von Jamal Lascell? Also das kenne ich nicht von ihm. Das hat mich ein bisschen abgefuckt, aber geil. Also bitte, ey. Wow, das Erleben macht er nicht gedacht. Bei unserem Glück normalerweise ist das kein Tor. Aber wir haben die drei Punkte und die sind wichtig. Und hätten wir die nicht gehabt, wäre das richtig bitter gewesen nach dem Unentschieden gegen Rotherham. Lascell macht es wieder gut mit einer guten Trainingsleistung. Und ich bin gespannt, wie es jetzt gegen Barnsley wird. Und damit kommen wir doch zu den Informationen zu Barnsley. Die Sache ist, es gibt beispielsweise jetzt bei dem Funfact nichts. Also es gibt eigentlich keinen wirklichen Fakt, wo man sagen könnte, ha, Barnsley, ja, nee. Abgesehen davon, dass sie 2007, 2008 Liverpool und Chelsea aus dem FA Cup gegegelt haben, im Halbfinale aber selber rausgeflogen sind, also haben die nicht gewonnen. Aber immerhin hatten sie einen Erfolg und zwar 1911, 1912, wenn ich mich komplett recht erinnere, genau, war es der englische Pokalsieg. Ey, das ist gar nicht so schlecht. FA Cup kannst du mal gewinnen, also ein kleiner Verein. Spiele werden ausgetragen im Oakwell Stadium. Das hat 23.000 Plätze. Das ist dementsprechend gar nicht mal so klein eigentlich. Und damit kann man definitiv, denke ich, ganz gut leben. Was die Transfers angeht, da haben sie weniger ausgegeben. Deutlich, deutlich weniger als der FC Brentford. Und zwar haben sie Tom Bradshaw geholt von Walsall. Genauso wie Rico Henry gerade, der zu Brentford gegangen ist für 780.000 Euro. Und George Moncure von Colchester United für 650.000 Euro. Also kleines Budget, aber das macht doch nichts, denn momentan sind sie auf der Tabellenplatz 14, das ist gar nicht mal so schlecht, weil damit sind sie relativ weit weg von den Abstiegsplätzen, abgesehen jetzt mal von FIFA, weil da sind sie letzter, wie wir gerade gesehen haben. Das Ding ist, die sind aber aufgestiegen, also die sind noch komplett neu in der Championship, sind letztes Jahr Sechster gewesen in der Football League One und haben sich für die Playoffs qualifiziert und spielen jetzt in der Championship. Dementsprechend in FIFA wahrscheinlich auch ein Sieg, 11 Niederlagen. Und ich bin gespannt, wie wir jetzt das Ganze ausnutzen können. Wir müssen es ausnutzen, denn so und nur so bleiben wir an Derby dran. Beziehungsweise nicht nur dran, dann können wir sie überholen. Weil Derby hat nur noch 2 Punkte Vorsprung, haben wir verloren. Das heißt für uns, auf geht's, kämpfen. Bis gleich.
Festspieltage für Newcastle United, zumindest wenn man auf die Tabellenplätze der Gegner guckt. Denn zuletzt gegen Brentford den 22. im St. James' Park locker gewonnen. Naja, nicht locker, allerdings doch im Endeffekt recht souverän. Und jetzt gegen Barnsley, den momentan Tabellenletzten der Premier League, die nächste Herausforderung für MGT und seine Mannschaft. Und diesmal wollten sie es besser meistern als zuletzt. Jedoch taten sie sich schwer hier in der Anfangsphase. Die erste Gelegenheit nach knapp 23 Minuten war nicht mal eine wirkliche Gelegenheit. Es gab eigentlich nicht viel zu sehen in Barnsley bis zu diesem Fehler der Defensive. Der Ball auf Dwight Gayle und direkt die erste dicke Gelegenheit. 38 Minuten gespielt. Das darf Barnsley natürlich nicht machen in der Situation. Gayle zuletzt mit 2 Toren gegen Brentford. Aber auf der anderen Seite gab es dicke Chancen. Und zwar hier für Barnsley die beste Gelegenheit der Partie. Aber den muss man dann natürlich auch nutzen. Bradshaw verzieht hier, sodass Sells nicht eingreifen muss. Kurz vor der Halbzeit nochmal Newcastle. Nochmal Gayle, wieder eine gute Parade. Allerdings weiterhin 0:0. Und damit können die Magpies natürlich nicht zufrieden sein, die immerhin auf 3 Punkte rangerutscht sind an den Tabellenführer aus Derby, da die zuletzt verloren hatten. Und hier die dicke Gelegenheit durch Vernon Anita, den Sechser, wird es auf 1:0 zu stellen. Allerdings ist das Tore schießen nicht seine Kernkompetenz, wie wir in dieser Situation sehen können. Wir gehen in die nächste Situation. Atsu schön zurückgelegt auf Daryl Murphy, der weiter. Anita, da ist er, 1:0. Plötzlich doch der Treffer. Den Niederländer trifft normalerweise nie. Eigentlich eher Rechtsverteidiger als Stürmer. Und in der Situation steht er im 16er und Davies ist chancenlos, weil Murphy die Übersicht beweist, nicht selber abschließt, sondern nochmal querlegt und Anita den Führungstreffer erzielt. Jetzt der Wille von Barnsley gebrochen und Newcastle konnte frei kombinieren und gut nach vorne spielen. Nächste Gelegenheit. Lazar mit der Flanke, da muss normalerweise einer hin. In der Situation kann Barnsley, der Letzte, allerdings klären. Der Andre Jetlin mittlerweile auf der rechten Seite beheimatet und Ersatzspieler für Matt Ritchie. Hier zurückgegeben auf Murphy, der die Chance nicht nutzen kann. Beim nächsten Mal denkt er sich, mache ich selber. Schöner Kombinationsfußball. Wieder der US-Amerikaner alleine im 16er, alleine mit der Chance und mit dem Tor. 2:0 die Entscheidung in Barnsley in der Schlussphase. Newcastle natürlich mit viel Raum zum Kombinieren und DeAndre Jetlin nutzt den hier aus, um den Siegtreffer bzw. das 2:0 und damit die absolute Entscheidung zu erzielen. Sehr, sehr gut vom jungen Mann aus den USA, der von den Seattle Sounders über Tottenham nach Newcastle gekommen ist und mittlerweile ein wichtiger Bestandteil des Teams von MGT ist, der sich natürlich freut, dass sein eigentlich nomineller Rechtsverteidiger Nummer 2 in dieser Partie trifft. Die Defensiven machen es also für Newcastle, die zentraldefensiven Mittelfeldspieler und der rechte Verteidiger erzielen die Treffer. Sowohl Perez als auch Gayle hatten nicht ihren besten Tag, reicht aber für die Defensive von Barnsley, die weiterhin ganz, ganz schlecht dastehen in der Premier League, in der Championship. Natürlich, Newcastle will in die Premier League. Mal sehen, wie es aussieht. Das war deutlich souveräner als gegen Brentford und damit sind wir vorbei am Derby. Die haben nämlich gegen Brentford 1:1 gespielt. Ja, geil. Tabellenführer, Freunde. Vorausgesetzt in der Torwelt ist es besser, aber das glaube ich schon. In der Tat, wir sind Tabellenführer. Sehr, sehr geil und das bringt uns in dieser Episode doch richtig voran. 6 Punkte geholt, Derby nur 1 und damit sind wir jetzt richtiger Liga-Primus. Ich freue mich und ich denke mal, das werden wir nächste Episode so bestätigen. Da geht es dann unter anderem gegen Ipswich Town und der zweite Gegner wird dann Borough im Pokal und Preston. Ich denke mal, ich mache 3 Spiele. Ja, vielleicht mal 2 Spiele. Muss ich mal schauen, wie ich es zeitlich hinbekomme. Ich denke mal, nur gegen Borough und gegen Ipswich wird gegen Borough ist ja so ein kleines Derby, was ziemlich, ziemlich cool ist, finde ich. Ich freue mich, finde ich cool. Ich habe vergessen, dass ich euch die Aufstellung zeigen wollte vorm Spiel, aber ich denke mal, es ergibt sich auch so. Dann ist es vorher noch überraschender, wer dann spielt und meistens ist es halt aus Fitnessgründen. Also, außer die Leistung war halt vorher richtig schlecht, aber dann erwähne ich das ja auch im Spiel und von daher denke ich mal, passt das. Ja, ansonsten war es das von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde mich darüber freuen. Videobeschreibung auschecken auf jeden Fall und wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.